Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zum Millionär Empire Tycoon, dem gehyptesten Tycoon in Roblox Arena. Ihr seht im Hintergrund schon einen Tower eines Gegners, aber das sieht recht hoch aus. Das ist nichts, das ist absoluter Abfall, Leute, ab in die Mülltonne, damit das Ding kann fünfmal so groß werden. Man kann auf andere Planeten, du kannst hunderte Miner bauen, das ist absolut OP. Und wir beginnen mit unserem ersten Miner, der Money Machine, die ist kostenlos. Jetzt kommen da wahrscheinlich Moneten raus, oder? Muss ich das, sag nicht, muss das drücken. Nein, ich bin so gebrochen, ich muss das Safe nicht. Ah, nee, da kam es aus. Habe ich es nicht gesehen. Ah, da, Moneten. Zack, $160 waren das, glaube ich, ne? Bumm. Jetzt haben wir auch schon genug. Hey, warte mal, ich kriege kein Geld. Ah, ich muss das abholen. Boah, schon, ich habe schon, lange kein Tycoon mehr gespielt, ey. Oh, die kommt, die macht Stress. Nee, okay. Money, da können wir das aufwerten nochmal. Okay, dann verdoppelt das vielleicht. Wir gucken, 160, 320, ja, verdoppelt. Und dann holen wir uns die zweite Money-Maschine, können wir uns auch schon leisten. Am Anfang geht es immer sehr schnell, Leute, ne? Aber die nächsten Etagen werden dann eher ruppig. Kann ich das? Habe ich diesen Pass? Nee, glaub nicht, oder? Nee, aber das Geld kann ich einsammeln. Mystery Cash Crate. Leute, wenn ich 1000 kriege, müsst ihr jetzt liken. Okay, mich würde mich aber freuen, wenn ihr trotzdem liked. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ein Like bringt euch doch nicht um, oder? Und ein Abonnementsens, das tut, hat ja auch noch keinem geschadet. Sage ich euch ganz ehrlich. Kostenlos abonnieren. Oh, fast die 2000. Von meiner Fabrik. Das gefällt mir. Junge, hä? Dich kann man nicht verkaufen. Du bist kein Geld. Okay, Geld verkauft man auch nicht. Aber unabhängig davon. Ich glaube, die macht keinen Stress. So, wir haben 9000. Ich kann hier komplett erstmal alles. Insane Upgrader. Da habe ich nicht Robuxen. Den kannst du ja direkt vergessen. So, wir spielen das hier alles clean. Zack. Zack. Ah, dann wird das so, Alter, wie das speedet. Seht ihr das? 200k war das Geld. Money Machine 3. Okay, aber jetzt bin ich pleite tatsächlich. Oh, man. Es gibt auch Rebirths Multiplier. Okay, interessant. Maschine 4. Refiner Maschine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 Maschinen. Gut. Das sollte die erste Etage gewesen sein, im Großen und Ganzen. Also wir kommen sehr gut voran aktuell. 44.000. Ja, jetzt kann ich ja Safety-Etage zu Ende kaufen. Hier kaufen wir alles. Bum, bum, bum. Ah, hier gibt's. Ah, es gibt auf jeder Etage Waffen. Godly Weapon. Aha. Wall-Erweiterung. Owner-Only-Door in der ersten Etage schon. Nice, das heißt, wir können es ungeladene Gäste nicht mehr rein. Nee. Partikel, ich habe Geldpartikel. Habe ich so? Ah ja. Nice. Treppen. Und wir gehen zur nächsten Etage. Leute, ich kann schon wieder Geld abheben. 38.000. Gerade ausgegeben, habe ich schon alles wieder. Zweite Etage. Was haben wir hier? Wir brauchen natürlich zuerst Infrastruktur, erst die Moneten. Der hat da schon ein Inselhaus. Das ist irgendein Bonus oder so. Okay, so weit sind wir noch lange nicht. Money Machine, zack, zack, zack. Ach, Geld alle. Mann, ey. Aber das scheppert, glaube ich, schon. Wie viel kriegen wir denn auf der Etage? 2000, das ist viel mehr als unten. Nice. 52.000, boom. Money Machine 3 und der Verbesserer. Und das zweite Fließband. Ah, hier. Man kann auch Mitarbeiter noch später holen. Es gibt auch Mitarbeiter und noch andere Drops. Es gibt auch so Bitcoins und so. Aber so weit sind wir noch nicht. 133.000. Wir haben insgesamt 150.000 auf dem Konto. Neuer Rekord. Aber wir investieren natürlich alles instant weiter. Mann, ey, das ist ganz schön teuer jetzt hier gerade alles. Cash Collector collects all free. Ach so. Okay. Also, ich dachte, ich kriege so einen Mitarbeiter oder so. Aber das ist einfach bloß dieses Einsammelding. Zack, damit ich nicht immer nach unten laufen muss. Ja, das haben wir leider nicht. Brauchen wir auch nicht. Wir müssen wirklich jede Fläche kaufen. Alter, was ist das für ein Geldhaufen? Oh, der hier? Oh mein Gott. Nein, ich denke eher. Oh mein Gott, jetzt habe ich keine Haare mehr. Oh Leute, ey. Ich bin ja der übelste Kegelkopf. Oh. Tja, da müssen wir wohl nach Istanbul, Leute. Die Haartransplantation, das hilft ja alles nichts, Leute. Das ist ja auch wirklich aber auch gar nichts mehr zu retten. Das ist poliert wie nix. Und wieso ist das so... Das ist doch nicht, das ist doch auch nicht normal. Ist mir da irgendwie mal ein Buch auf den Kopf gefallen, als ich ein Baby war, oder was ist das? Ja, wie kommst du hier rein? Alter, ein OP-Schwert. Krieg ich das? Gib sie mir das Schwert, bitte. Oh, nee, das war mein anderes. Die sind mein Schwert gerannt und gestorben. Können denn so Blade sein, ey? 400.000, ey. Das ist aber ein Leckermäulchen. Ein Schmecker ist das. Wall-Upgrade. Wall-Upgrade? Wall-Upgrade. Nächste Etage. Aha. Wir sind auf der nächsten Etage. So, als nächstes kaufen wir uns auf der dritten Etage instant diesen Free Collector. Der ist wichtig. Dann kann ich nämlich direkt hier Geld abheben. Bankers, das sind die ersten Mitarbeiter. Banker Legendary Free. Okay, wir haben den Banker... Warte. Du hast den Banker-Rabatt freigeschaltet. Seh dich um nach Free Money, Making Buttons. Okay. Ah, hier. Ah, der Banker macht so Buttons und da können wir Moneten holen. Hör, was ist das? Oder? Ja, hier. Ach, das ist alles free auf der Etage. Nee, nicht alles, aber ein bisschen was. Ach, das ist der Rabatt vom Banker, dass quasi manche...
Ach nee, ich kriege jetzt auf jeden. Guck mal, deswegen sind die gelb, denke ich. Oder ich check jetzt gerade was nicht. Ich denke, ich kriege jetzt auf diese Dinger Rabatt. Da steht nämlich auch Banker-Discount. Das heißt, das ist jetzt, wenn ich den Banker nicht hätte, würde das hier mehr kosten. Und nicht nur 10.000, sondern wahrscheinlich 15.000 oder 20.000 oder noch mehr. Und die stellen jetzt hierher auch Geldscheine. Okay, das ist interessant. Alles klar. Der Banker, der wird uns eine Menge Geld sparen. Abnormal viel, das kostet alles 10.000 Cap. Das lohnt sich ja übelst. Was ist denn das? Oh mein Gott. Das hängt nicht auf meinen Augen. Ich bin so gebrochen. Komm, den, da sieht man wenigstens. Oh ja, das hat schon ein bisschen Style, gefällt mir. Was zum Teufel ist das? Wir sitzen auf. Ich sehe eher aus wie so wie jemand, der eine Bank da gleich ausraubt, Alter, glaube ich. Nee, lassen wir lieber so machen. Ist das irgendwie so? Ach, das ist so eine Skimaske, kann das sein? Okay. Wir sammeln Geld ein. Oh, da kriegen wir keinen Rabatt drauf. Dual Plung, was ist denn das? Ach, das ist eine Waffe. Aber wie kriege ich denn die überhaupt? Ah, jetzt habe ich sie. Guck mal. Oh mein Gott. Hey, Reloading, was denn für... Ach, die kann ich schmeißen, Banker. Ein Ding und du kriegst das von Nische. Erwartet, muss neu aimen. Boom. Respekt bitte haben. Es gibt hier noch ein Fließband. Aber da... Ach, das ist ein Goldbarren, oder? Wenn ich es richtig gelesen habe. Aber da kriegen wir keinen Rabatt. Ah, nee, doch nicht. Ach, das sind nur so verzierte Gelddropper. Okay. Wie Kohle habe ich denn? Das wird ja gar nicht weniger. Was ist das? Leiter ist lila, also nicht lila, sondern türkis. Jetzt gleich schon alle reingecheckert. Das ist nicht lila. Nächste Etage, eine Mio, haben wir easy. Oh, jetzt wird's hier wild. Jetzt wird's wild. Wir haben alle Oh, habe ich so kranke Jump Boost. Was haben wir hier? Doppeltes Fließband. Da sehe ich mich. Aha, Double Dropper. Jetzt kriege ich immer zwei, aber ich kriege keinen Rabatt mehr. Sehr ärgerlich. Ich habe bekommen, Spiel für 15 Minuten. Also für 15 Minuten sind wir echt weit gekommen, ne? Junge, wir haben den fast ein. Wir müssen da nicht bald das Haus kommen. Wenn das Haus ungefähr hier so kommt, dürfte es nicht mehr lang dauern. Goldenes Fließband. Insane Dropper. 35 Millionen. Wir kommen gut voran. Ich sag's, wie es ist. Zack, zack. Cash Collector. Achso, das ist das Ding. Wieso kostet denn das Geld? Das war doch sonst immer for free. Rampe. Was ist das hier? Death Speaker Morph. Na klar, warum nicht? Ach du Heilige. Wie kann ich mich wieder demorphen? Was ist das? Golden. Fühl ich mehr. Aha. Nice. Gefällt mir. Wisst ihr doch, das war eins der ersten Roblox-Spiele, die wir gespielt haben, wo wir dem seine Diamantenklunker klauen mussten. Das ist Mr. Millionär, glaube ich. Wisst ihr das noch? Das war, glaube ich, das zweite oder dritte Roblox-Video. Das war übelst früh. Das waren noch Zeiten, Leute, ey. So, Wand, haben wir alles. Dann hier eine Säule. Dann hier eine Rampe, wo auch immer die hinführt. Ach, zur nächsten Etage. Das macht natürlich Sinn. Wir haben alles. Das war eine... Ah, warte. 40 Millionen haben wir einsacken, ey. 69 Mio. Nächste Etage. Wir nähern uns der Insel. Ich bin gespannt, was das ist. Erstmal Fließband. Nee, warte mal. Hier ist... Das ist jetzt so eine Mitarbeiteretage. Ja. Workstation. Aha. Und jetzt hier ein Arbeiter. Oh, cool. Macht übertrieben viel Cash. Okay, Boost All Workers. Ich glaube, das habe ich, oder? Ja, wir holen uns jetzt hier die kompletten Worker ran. Das wird so viel, da werden wir jetzt so viel Cash machen, Leute. Die eine sitzt nicht auf ihrem Stuhl, die stehen alle in ihrem Stuhl. Was ich meine, stehen ist ja grundsätzlich gesund, aber jetzt im Stuhl, ich weiß nicht. Was ist das? Ach, das ist Trennung. Ja, okay, müssen wir ja kaufen. Was ist denn das hier? Decoration. Ah, motiviert die Mitarbeiter mehr und dann gibt es mehr Cash. Wow, wegen einer Pflanze oder was? Ich weiß ja nicht. Noch mehr Cash, mehr Dekoration. Achso, jetzt kriegt jeder seine Pflanze. Und ein Bild. Eine Pflanze und ein Bild. Der kriegt ein SpongeBob-Bild. Die kriegen alle dasselbe Bild. Wie wenig Kreativität haben die denn, ey? 100 Millionen das erste Mal, ey. Wir machen wirklich so viel Cash. Na, das fand ich gut. Oh, was ist denn das jetzt hier? Monitor upgraden. Okay. Einen goldenen Monitor. Ich weiß nicht, ob das jetzt so praktikabel ist, aber viel Spaß damit. Bitte nicht klauen. Für 30 Millionen können wir die Legend... Ey, wir haben 30 Millionen. Alter, ich habe die Legendary Island gekauft. Aber lass erstmal kurz noch die Etage fertig machen, bevor wir da zu dieser Insel gehen. Und die ist fertig. Okay, nice. Dann abheben und ab zur Insel. Was können wir hier machen? Wir können Haus bauen. Das sehen wir ja da schon. Okay, was kann das Haus? Was kann... Noch nichts. Wir brauchen ein Dach. Office, Picture. Wir bauen Büro. Okay, Bilder. Und Sitzmöglichkeiten. Und ein Fernseher. Und Pflanzen. Wir haben kein Geld. Bisher bringt das nichts ein, das Haus. Boah, ich weiß nicht, ob das wirklich so Sinn macht, da was man da... 116, Junge. Aber wir müssen es so oder so fertig bauen, weil wir kommen ja sonst gar nicht weiter. Also von dem her ist eigentlich egal, ob das was bringt oder nicht, weil wir müssen es eh... Automatischer Bitcoin-Miner, selten, 30 Millionen. Uff, Mining Bitcoins. Alter, wie viel ist da gerade runtergefallen? Das sind 2 Millionen, oder? Manager, 50 Millionen, das ist aber ein teurer Manager. Ich hoffe, du bist die 50 Millionen wert, Kollege. Siehst sehr aus wie ein Mafia-Boss, sage ich dir ehrlich. Aber will deine Arbeit jetzt hier nicht groß hinterfragen, du... Okay.
Bitcoin-Collector. Hier können wir jetzt auch so Bitcoin-Dinger komplett bauen. Da, der erste Bitcoin-Miner. Wer ist mein Free-Cash-Collector hier? 230 Millionen. Habe ich den? Junge, Alter! Was ist das denn? Der ist übel hoch. Schaffen Bitcoin-Miner? Boah, die sehen cool aus. Ah, die kann ich mir nicht leisten. Was kommt da jetzt raus? Auch Geldscheine. Okay. Boah, jetzt mache ich komplett Cash. Golden Server haben wir nicht. 100, guck mal, wie schnell. Wir machen pro Sekunde 5 Millionen circa. Das ist schon was Leckeres. Guckt mal, die sind relativ gleich, weil der ist so bei diesem Orangen am Anfang und der hat das hier schon, ne? Aber das ist, glaube ich, da ist nicht viel dazwischen, weil da kann man ja nichts bauen, ne? Das ist ja Leerraum. Ich weiß gar nicht, was das da sein soll. Upgrade Miner, dann verdoppeln wir alles. Das muss ich ja instant kaufen. Oh, alle Miner? Ach nee, nur den einen. Wollte schon sagen. Aber das finanziert sich, glaube ich, sehr schnell. Das amortisiert sich extrem schnell. Also was wir ausgeben, kriegen wir da, glaube ich, sehr schnell wieder rein. Weil die droppen 2 Millionen pro Sekunde. Das heißt, wir verdienen mit dem Upgrade 2 Millionen pro Sekunde. Das heißt, das dauert schon. Naja, 100 Sekunden. 100 Sekunden. Naja, knapp 2 Minuten. Das ist ein guter Deal, würde ich sagen, oder? 2 Minuten ist ja fast nichts. Okay, das jetzt wird es interessant. Passt mal auf. Alter, 200 Millionen. Warte, die habe ich doch. Bitcoin-Server. Ich weiß gar nicht, was die bringen, ey. Okay, passt auf. Wir können in Aktien investieren. Wenn wir in Aktien investieren, erhöht das unser Geld um 2%, aber kann nur alle 3 Minuten geholt werden. Boah, aber 2% ist heftig viel, denke ich, oder? Safe ist 2% viel. Weil das ist ja auch dieser Zinseszins, das deckt sich dann, ne? Okay, lass mal, wir haben 1 Milliarde. Da gehen wir jetzt hier rein. Okay, ich habe nicht ganz verstanden, was passiert ist. Wir haben 2% bekommen. Und in 3 Minuten können wir es wieder benutzen. Aber zählt das jetzt auf dem Geld, was ich hier habe, oder? Wahrscheinlich, ne? Okay, es war aber nicht so viel. 2% doch weniger als gedacht, ja, das sei euer ehrlich. Link zum Server, jetzt wird das noch mehr geboostet. Alter. Aha. Boah, Geld alle. Das ist wirklich sau teuer hier alles. Ich habe jetzt alles mit dem Server verbunden. Man muss aber natürlich bedenken, dass diese 2%, ja, 2% sind 2%. Der Wert bleibt gleich. Aber die Summe, die ich habe, wird immer höher, weil wir ja weiterspielen. Das heißt, es wird immer stärker und stärker. Ne? Das heißt, irgendwann sind 2 Millionen vielleicht schon 1 Milliarde oder so, wenn ich mehr habe. Ne? Das ist natürlich auch das Krasse. So, nächste Etage. Wir sind oben. Was können wir kaufen? Free, da sehe ich mich. Eine Monetenknarre. Aber das ist nicht so interessant. Er gibt gar nichts Summen für Kohle, ne? Dann kaufen wir das. So ein Ding habe ich tatsächlich zu Hause. Kann man da auch so Geld schießen? Ah ja, die Schießgeld da. 1 Milliarde. Easy Money. Okay. 1 Milliarde, Alter. Was ist denn da? Guck mal, der hat da auch nicht alles gekauft. Das ist ein Helikopterlandeplatz. Aber dem fehlen da auch noch Sachen. Seht ihr das? Und es gibt auch noch andere Planeten, habe ich gelesen. Das sind wir noch lange nicht. Okay. Wir brauchen... Ach, Hammer. Bumm. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo wir 5 Millionen die Sekunde gemacht haben? Jetzt sind es, glaube ich, 80 oder so. Vielleicht auch 100. Nee, 100 sind es nicht ganz. Ich denke so 80 Mio. 5B. 6B sogar. Jetzt sollten wir definitiv bei den Aktienverdiensten was sehen. Das müsste sich jetzt eigentlich erhöhen, die 6,1. Aha! Ja, 0,1. Also. Das Aktieninvest klingt eigentlich ganz geil auf den ersten Blick so, aber so, weiß ich nicht. Okay, du musst es halt auch alle 3 Minuten benutzen. Du darfst dein Geld wahrscheinlich nicht ausgeben. Dann ist es halt heftig, ne? Dann wird es natürlich immer und immer und immer krasser. Aber klar, wenn wir unser Geld jetzt dauernd ausgeben, was ja aber auch Sinn macht, dann bringt es nichts so viel, nee. Double Doge Income, ach nee, kostet Robux, nee, lass mal nur. 2B für ein Hovercar unlocked. Ein 4, wir brauchen 7B, haben wir perfekt. Nice, nächste Etage. Die ist jetzt auch orange so, ne? Sonst wäre es. Oh, wir sind, Alter, guck mal, wie niedrig die alle sind. Hä? Hey. Helikopter. Underground Mine. Jetzt wird's interessant. Oh. Okay, aber lass erstmal mit dem Helikopter hier. Ich lass mal testen. Wie fahre ich denn hier nach oben? Wie kann ich hier nach oben fliegen? Oh mein Gott. Hilfe. Kriege ich den gelandet irgendwie? Ich denke nicht, dass man so einen Helikopter fliegen sollte. Weil ich bin auch kein Experte, ne? Ich lande den wirklich wie ein Meister. Guckt euch das an. Oh, uff. Besser hätte man den gar nicht landen können. So, wir heben nochmal Geld ab und haben dann die geheime Untergrundmine. Mal sehen, was es da für Stuff gibt. Okay. Cash Collector, ja, nehmen wir. Und dann hier Mine 1. Insane Money. Wow. 7. 9. Die haben wir jetzt nicht. Was sagt's Geld? Wie viel mache ich jetzt pro Sekunde? 21, 22, 23. So 200 Millionen, ne? 200 Millionen die Sekunde. Das war Part 1 des Millionär-Tycoons. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Wir müssen jetzt noch diese Mine weiterkaufen, dann zurück zu unserem Tower und den weiterkaufen. Wir haben aber sehr, sehr viel geschafft für eine Episode. Flankt den Like-Button für den zweiten Part. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Kostenlos. Bis morgen, euer Benson.